Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Palia. Heute wird das Video mal ein bisschen anders und zwar richtet sich dieses Video an alle Anfänger und auch die etwas fortgeschritteneren Leute. Vielleicht ist die ein oder andere Sache auch noch für euch dabei, die ihr noch nicht wisst. Nämlich wird das Ganze hier ein Tipps und Tricks Video zum Thema Palia. Ja, fangen wir an mit Tipp Nummer 1, der für mich persönlich wichtigste Tipp momentan. Ihr solltet immer etwas essen, um eure Werte zu buffen. Und zwar, wenn ihr auf I klickt, dann seht ihr hier unten diesen kleinen Balken. Oder im Spiel seht ihr ihn oben links. Das ist euer Fokusbalken. Ich habe ihn jetzt auf 250 Punkte stehen. Der ist schon erweitert worden. Ich zeige euch auch gleich, wo ihr das machen könnt. Und der ist bei mir jetzt aktuell sehr leer, weil der wird nach einer Zeit auch wieder zurückgesetzt. Den könnt ihr allerdings füllen, indem ihr Gerichte mit diesem Pfeil hier oben drin isst. Beispielsweise, und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil das schnell zu machen ist und recht gut Punkte gibt. Beispielsweise mache ich mir immer die herzhafte Gemüsesuppe. Dafür braucht ihr dann allerdings noch einen speziellen Ofen, den müsst ihr euch freischalten. Die könnt ihr also nicht direkt von Anfang an machen. Aber die ist für mich persönlich die kostengünstigste und einfach schnell zu machen. Ansonsten muss man sagen, dass man im Laufe des Spiels eigentlich ziemlich gut von den Bewohnern, wenn ihr dort Quests erledigt, als Dankeschön immer wieder Sachen zugeschickt bekommt. Beispielsweise habe ich jetzt bei meiner letzten Quest dieses klassische Steakgericht erhalten. Ich habe es 4-mal erhalten. Und jedes Mal, wenn ich das esse, würde ich jetzt 250 Fokuspunkte, also einen kompletten Balken von mir, erhalten, die dann immer wieder runtergehen, entweder wenn man zu lange ausgeloggt ist, ich weiß nicht genau, wie das System da ist, oder eben wenn man spielt. Das heißt, wenn dieser Balken aufgefüllt ist, dann habt ihr im Endeffekt eine höhere Erfahrung, die ihr haltet. Die könnt ihr dann noch mal ein bisschen variieren. Wenn ihr zu zweit spielt, da erhaltet ihr dann auch noch mal eine höhere Erfahrung. Meines Wissens nach kumuliert das Ganze dann und ihr könnt schneller hier diese einzelnen Fertigkeitsstufen leveln. Das ist auch ganz wichtig, weil ihr müsst diese ganzen Sachen leveln, damit ihr besseres Werkzeug zum Beispiel erhaltet oder andere Sachen zum Bauen oder ähnliches. Beispielsweise Hodari, der ist fürs Mining zuständig. Also alles, was mit Eisenerz, mit Steinen, mit Kupfererz und so weiter zu tun hat, mit allen möglichen Arten von Erzen beziehungsweise Mineralien. Wenn ihr das hier levelt, dann sagt Todari irgendwann mal zu euch, oh, du hast dich aber gut gehalten, du hast dich darum gekümmert und so weiter und so fort. Komm noch mal zu mir, ich habe ein neues Rezept. Und dann kann man zum Beispiel diese verbesserte Spitzhacke machen. Nennt sich jetzt gewöhnliche Spitzhacke, ist aber eine verbesserte Spitzhacke. Oder diese verbesserte Axt. Ich könnte auch noch die Stufen darüber machen mittlerweile. Allerdings muss ich sagen, ist mir das noch zu teuer, deswegen sammle ich erstmal ein paar Rohstoffe, weil sonst können wir die nämlich nicht reparieren. Und das wäre dann der zweite Tipp. Euer Werkzeug. Zum einen, wie ich gerade schon erwähnt habe, könnt ihr euer Werkzeug verbessern. Wenn ihr hier an eurem Handwerkstisch steht, den ihr quasi direkt von Anfang an erhaltet, dann könnt ihr hier auf Werkzeuge klicken. Und wenn ihr schon ein bisschen weiter gespielt habt, habt ihr hier so verschiedene Sachen, die ihr machen könnt. Beispielsweise kann ich eine gewöhnliche Axt herstellen. Dafür bräuchte ich jetzt in dem Fall allerdings eine provisorische Axt, die ich mir erstmal erstellen müsste. Dann könnte ich diese Axt wiederum aufwerten in die edle Axt. Da müsste ich jetzt in meinem Fall noch ein paar Bretter herstellen. Damit kann man dann, je höher man vom Rang ist, umso größere Bäume kann man dann in diesem Fall jetzt damit fällen. Wir haben unterschiedlich große Bäume, die zeige ich euch gleich nochmal kurz. Die können dann damit gefällt werden. Das gleiche ist mit der Spitzhacke. Wenn ihr die Spitzhacke verbessert, dann könnt ihr auch unterschiedlich große Felsen damit kaputt machen. Beispielsweise gibt es irgendwo da hinten geradeaus, gibt es einen kleinen Felsen, den könnte ich jetzt direkt wegmachen. Aber dieser Felsen hier ist schon etwas größer und dafür bräuchte man eine bessere Spitzhacke.
Oder beispielsweise die Bäume. Ihr seht ja jetzt hier unterschiedliche Bäume. Das könnt ihr am Stamm auch ganz gut sehen. Es gibt Büsche, die habe ich aber meines Wissens nach hier schon alle vernichtet. Dann gibt es die kleineren Bäume, die sind wirklich sehr klein. Dann gibt es noch diese Bäume hier, die sind ein bisschen breiter. Die benötigen dann wieder eine größere, eine bessere Axt. Und hier die zum Beispiel, die sind dann nochmal eine Stufe größer. Und es gibt nochmal so ganz dicke Bäume, das sind dann die hier im Hintergrund zum Beispiel. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man die jetzt fällen kann, weil so weit bin ich jetzt gerade aktuell noch nicht. Es gibt außerdem im Spiel auch seltsam aussehende Bäume, die unten am Stamm so einen lilanen Schimmer haben. Die sind so lila eingefärbt und ja, schimmern so. Die könnt ihr niemals alleine machen. Selbst einen, ja doch, einen ganz kleinen Baum, also wirklich ganz, ganz klein, der ungefähr eure Größe hat, den habe ich mal geschafft alleine zu machen, indem ich einfach immer nur die Taste gehalten habe zum Fällen. Aber alle Bäume, die wirklich nach Bäume aussehen, also die schon etwas größer sind, die müsst ihr zwangsläufig mit anderen Leuten zusammen machen, weil das nämlich heilende Bäume sind. Dafür braucht ihr dann am besten die bestmögliche Axt, die ihr mitnehmen könnt. Also ich würde euch Stufe 2 mindestens empfehlen, die Kupferaxt. Stufe 3 wäre allerdings noch besser. Aber Voraussetzung ist, dass ihr andere Leute habt, die mit euch an diesen Baum hacken. Ja, eure Werkzeuge können kaputt gehen. Allerdings nicht die Standardwerkzeuge. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Standardangel drin oder einen Standardbogen. Die werden niemals kaputt gehen, sondern nur die verbesserten Varianten. Dann seht ihr hier so einen gelben Ring drumherum und der nutzt sich dann mit der Zeit immer weiter ab. Ihr müsst wirklich aufpassen, dass dieser Ring hier niemals ganz weg ist, weil dann ist euer Werkzeug kaputt. Und dann könnt ihr es nicht mehr reparieren, sondern ihr könnt es nur noch komplett neu wiederherstellen. Das heißt, ihr braucht dann nochmal die ursprüngliche Spitzhacke beispielsweise. Wie gesagt, die kann nicht kaputt gehen, also keine Sorge. Aber die Kosten, um das Ganze dann nochmal neu herzustellen, sind wesentlich höher, als das Ganze zu reparieren. Wenn ihr jetzt beispielsweise das Ganze hier unten hättet, also ihr habt es noch nicht ganz kaputt gemacht, aber es ist schon sehr stark abgenutzt, dann könnt ihr hier diesen Amboss benutzen. Den gibt es in der Stadt und auch auf der Bahia Bay, heißt die, glaube ich, auf der zweiten Karte. Da müsst ihr ein bisschen nachsuchen. Wenn ihr sie aber einmal gefunden habt, dann wird das Ganze auch auf eurer Karte angezeigt als kleines Symbol. Ich kann es euch leider gerade nicht zeigen, weil ich im Haus bin und da wird keine Karte eingeblendet. Ihr bekommt allerdings auch im Laufe der Quest eine eigene Anleitung, um selbst diese Station bauen zu können. Wenn ihr nun da drauf drückt, dann öffnet sich hier dieses neue Fenster. Ihr könnt dann hier unten draufklicken, um alle Werkzeuge zu reparieren, die gerade ausstehen. Oder ihr könnt das Ganze auswählen. Beispielsweise meine Axt, die ist jetzt ja etwas weniger als die Hälfte, sage ich mal, runtergegangen. Da bräuchte ich die sogenannten Werkzeug-Reparatur-Kits. Hier unten wird angezeigt, wie viel wir brauchen. Hier unten wird angezeigt, wie viel ihr im Inventar habt. Es geht nur um das Inventar, es geht nicht um eure Kisten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ihr könnt wie gesagt auch auf alles klicken. Dann würde hier alles markiert werden, wobei ich jetzt nur diese beiden Teile hier reparieren kann, weil nur diese beiden Teile verbessert wurden. In meinem Fall brauche ich dann 18 Stück von diesen Reparaturkits. Dann klicke ich drauf und das Ganze ist vollständig repariert worden. Günstig ist das Ganze nicht unbedingt. Wir können mal eben nachschauen, weil diese Kits natürlich auch erstmal hergestellt werden müssen. Und zwar braucht ihr dafür jeweils 5 Splintholzbretter und jeweils einen Kupferbarren. Damit könnt ihr dann allerdings 20 von diesen Reparatursets herstellen. Ihr solltet im Spiel immer mal wieder zwischendurch zu eurem Haus zurückkehren und nicht nur die Sachen verkaufen, die ihr erhalten habt, sondern auch euren Briefkasten öffnen. Ich werde das Ganze jetzt nicht machen, beziehungsweise ich werde jetzt nicht annehmen, aber ich zeige euch eben, wie das Ganze geht. Ihr klickt dann einfach drauf und seht die neuen Briefe. Das heißt, ihr klickt dann einmal hier drauf und ja, hin und wieder, manchmal sind Tipps drin, dass jemand gerade
ein neues Rezept für euch hat, beziehungsweise einen neuen Entwurf für euch hat, dann könnt ihr euch dorthin begeben und gucken, ob ihr das Ganze kaufen könnt vom Finanziellen her. Da bin ich jetzt einfach rausgetappt, das wollte ich nicht. Und meistens, oder ja, 50-50 sage ich jetzt mal, da sind dann auch schon mal Anhänge mit dabei in den Briefen. Und dann könnt ihr zum Beispiel Housing-Gegenstände erhalten oder ihr haltet Kochutensilien. Manchmal ist auch was Gold drin oder ähnliches. Also da ist wirklich alles Mögliche in den Anhängen drin, die ihr dann nehmen könnt mit einem Doppelklick auf das Bild vom Anhang. Euer Lager besteht im Endeffekt aus diesen Kisten. Die haben einen großen Vorteil, aber auch einen extrem großen Nachteil. Und zwar kann man insgesamt nur 8 von diesen Kisten hinstellen. Das Problem bei der Sache ist, mehr könnt ihr nicht hinstellen und damit könnt ihr auch euer Lager nicht weiter erhöhen. Ihr habt insgesamt bei 8 Kisten, wenn ihr alle aufgestellt habt, einen Lagerinhalt von 3200 Plätzen. Das ist eigentlich, hört sich das viel an, aber es ist eigentlich nicht viel. Das hier ist beispielsweise fließgeprägtes Holz. Das hat mit diesen leuchtenden, rot leuchtenden Bäumen zu tun, von denen ich schon gesprochen habe. Und dann so Sachen wie Korallen oder andere Sachen, wo ihr vielleicht aktuell nicht so wisst, was ihr damit machen sollt. Dorngänseblümchen. Da würde ich euch tatsächlich immer empfehlen, mal so 5 bis 10 bei euch im Inventar drin zu haben. Beziehungsweise nicht im Inventar, sondern im Lager. Falls ihr die mal braucht für irgendeine Quest zum Beispiel. Ihr könnt Gegenstände reintun, die ihr bekommen habt. Speziell das Essen, wenn ihr das jetzt noch nicht braucht. Ich zum Beispiel würde das jetzt nicht nehmen, weil dafür würde ich 350 Fokuspunkte erhalten. Ich kann aber nur 250 Fokuspunkte aufnehmen. Deswegen werde ich das jetzt definitiv erstmal noch nicht verbrauchen. Wie gesagt, so Kleinigkeiten, wo ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr reintun. Aber wie ihr seht, das ist sehr, sehr schnell voll. Viele Plätze habe ich hier nicht belegt und trotzdem sind fast 3000 Plätze schon wieder belegt. Und ja, da müsst ihr halt da mal ein bisschen gucken, mal ein bisschen hauswirtschaften, dass ihr nicht zu viel reinmacht. Beispielsweise das Bratöl habe ich noch gar nicht benutzt, das könnte ich eigentlich verkaufen. Ich weiß aber, dass es das gibt, weil man damit ein spezielles Rezept machen kann. Das würde ich eventuell mal ausprobieren. Ich habe aber auch extra nur 5 drin gelassen, falls irgendeiner von den Dorfbewohnern mal sowas haben möchte. Apropos Lager, beziehungsweise es ist leicht damit verwandt, unser Inventar. Wir starten, glaube ich, mit den letzten 2 Reihen hier unten. Ihr werdet sehr schnell merken, dass das sehr wenig Platz ist. Die Dinge stapeln sich zwar bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann können sie sich nicht mehr stapeln. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, bei 50 fängt ein neuer Stapelsatz an. Und irgendwann hat man so viele Sachen hier unten drin, dass man immer wieder zurückrennt, um die zu verkaufen oder eben um ja, sie ins Lager zu tun, wenn man davon was behalten möchte. Da gibt es eine Lösung, die euch auf jeden Fall hilfreich sein wird. Und zwar könnt ihr die nächste Reihe für 500 Gold kaufen und dann wiederum die nächste, also die 4., würdet ihr dann für 5000 Gold kaufen können. Und ja, die 5., die schießt wirklich alles ab, weil dafür brauche ich dann letztendlich 50.000 Gold. Und hier steht es schon, besorge zum Freischalten ein Verbesserungspaket in Sekis Laden. Da werde ich jetzt mal eben mit euch hingehen. Und zwar, wenn ihr hier rauskommt bei euch aus dem Housing-Gebiet, geht ihr einfach den Berg so ein bisschen rechts runter. Und da seht ihr dann direkt schon das Dorf. Da geht ihr dann einfach von dieser Seite aus rein und dann zählt, ich habe das erste, zweite, dritte Haus von der rechten Seite. Das hat hier vorne auch direkt schon so ein Schild mit einem Rucksack dran. Da geht ihr dann rein und normalerweise würde jetzt hier hinterm Tresen ein Kater stehen. Da müsst ihr euch vom Tresen nach links bewegen und da könnt ihr dann, sofern ihr das Geld natürlich besitzt, den Rucksack entsprechend als Erweiterung kaufen. Einen Tipp kann ich euch auf jeden Fall geben, wenn ihr so Sachen wie beispielsweise Kupfererz
abernten möchtet, dann braucht ihr normalerweise nur drauf zu hauen und den Loot zu nehmen. Ihr könnt das Ganze aber auch sehr freundschaftlich mit anderen teilen. Keine Sorge, ihr haltet alle den gleichen Loot. Das ist ja für mich persönlich jetzt das erste Spiel überhaupt, sprich das erste MMO, wo ihr immer den gleichen Loot bekommt, sofern einer mal drauf gedrückt hat. Das heißt, ihr könntet euch jetzt daneben stellen, könntet jetzt ein- oder zweimal, je nachdem wie groß das ist, draufhauen. Und jemand anders kommt gerade angerannt, ist schon total verzweifelt, weil ihr die Quelle wegnimmt. Dann bleibt ihr einfach stehen, wartet, bis der andere kommt. Dann von seiner Seite aus auch ein- oder zweimal draufgehauen habt. Und dann könnt ihr beide genau die gleiche Höhe an Loot looten. Wenn ihr jetzt das Problem habt, dass ihr ja so ein bisschen verzweifelt seid, nicht genau wisst, wo ihr hier auf den Loot achten sollt, dann könnt ihr immer mal so ein bisschen schauen. Beispielsweise hier diese Kupferadern oder natürlich auch Steine, die sind dann auch an ähnlichen Stellen. Sind gerne mal an solchen Abhängen zum Beispiel. Wir befinden uns jetzt gerade hier, also das sind so diese eingezeichneten Abhänge, sage ich mal. Und ihr seht schon, auf der Seite war jetzt hier der ganze Streifen voll, was ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt, weil ich das jetzt nicht komplett habe aufgenommen habe, so. aber ihr seht schon, hier sind jetzt schon wieder Kupferstellen, beispielsweise zwei Stück. Dann da hinten, hinter der Brücke rechts, da sehe ich auch wieder eine Kupferstelle. Wenn ihr aber dennoch unsicher seid, wo ihr das Ganze findet, dann könnt ihr natürlich auch gerne die Online-Karte von Palia nutzen. Und zwar ist das eine, ja, ich denke, inoffizielle Karte, wo das meiste eingezeichnet ist, was ihr finden könnt. Ich habe leider noch keine Funktion gefunden, womit ich tatsächlich Bücher finden kann. Spezielle Bücher sind eingezeichnet, aber nicht diese Bücher, die man finden kann, um neue Rezepte zu lernen. Wenn sich da irgendwas geändert hat zwischen dieser Aufnahme und dem, wenn ihr guckt, dann sagt es mir gerne. Dann werde ich da auch noch mal reinschauen. Ansonsten seht ihr ja unten jetzt den Link eingeblendet, wo ihr diese Karte findet. Da könnt ihr euch dann online mal angucken, ja, was ihr gerade braucht, wenn ihr spezielle Rohstoffe braucht. Oder wenn ihr einfach nur wissen wollt, wo die einzelnen Leute sind, wie man sie finden kann und so weiter. Dann schaut einfach auf dieser Karte nach. Ganz wichtig übrigens auch, und das wäre dann mein nächster Tipp, wenn ihr eine Truhe seht, dann holt sie euch. Es gibt unterschiedliche Stellen hier im Spiel, wo ihr Truhen finden könnt. Da ist die Karte jetzt sehr, sehr hilfreich, weil meines Wissens nach spawnen die nicht in dem Sinne, sondern die Truhen sind immer an den gleichen Stellen vorhanden. Ihr könnt sie allerdings nur einmal komplett holen und kein zweites Mal, haben wir festgestellt. Also wir sind öfter mal die gleichen Stellen abgelaufen. Aber die, die schon welche genommen haben, die konnten dann keine neuen Truhen nehmen. In diesen Truhen befindet sich sehr oft Gold, aber auch andere Sachen wie beispielsweise Kupfererz oder Kupferbarren, also schon der fertige Zustand. Oder andere Sachen, Gewürze, also wirklich alles, was man in Palia finden kann, sollte man auch random in diesen Truhen erhalten können. Die kann man übrigens wie viele andere Sachen den Mitspielern nicht wegnehmen. Und da kommen wir dann zum nächsten Hinweis, nämlich was man eigentlich anderen Spielern wegnehmen kann. Ich habe euch ja bereits erklärt, dass ihr beispielsweise diese Erze, also ich nenne sie jetzt einfach mal Erze oder Mineralien, diese ganzen Hubbelchen, die ihr überall findet, sei es Stein, sei es Kupfer, Eisen, Gold oder sonst was, die könnt ihr anderen natürlich wegnehmen, indem ihr das Ganze ja, aberntet, so wie ich jetzt gerade, dann kann kein anderer es mehr haben. Aber ihr könnt es auch teilen, wenn gerade einer in der Nähe ist, von dem ihr mitbekommt, dass der auch gerade farmen möchte. Beziehungsweise, ja, dass der halt eben diesen Haufen in Anführungszeichen auch abbauen möchte. Es gibt allerdings noch andere Sachen, die ihr einsammeln könnt. Beispielsweise diese Blumen, die könnt ihr einsammeln. Ihr seht jetzt, wie das Ganze so weiß ist. Ihr könnt jetzt kein zweites Mal mehr die Blume einsammeln.
Aber andere können vorbeikommen und die gleiche Blume dann nochmal einsammeln. Also diese Sachen können, also Blumen, Pflanzen, die könnt ihr den anderen nicht wegnehmen. Das finde ich schon mal sehr positiv. Mineralien, wie gesagt, ja, aber man kann sie eben miteinander teilen und man erhält definitiv den gleichen Loot, wenn man das Ganze gemeinsam macht. Das gleiche gilt übrigens auch für diese Bäume. Wenn ihr jetzt so auf einen Baum drauf hackt, der ist jetzt nicht besonders weit, dann könnt ihr in dem Fall jetzt zweimal draufhauen beispielsweise. Dann kommt jemand anderes, die hat zwar jetzt eine Axt in der Hand, aber scheint jetzt hier nichts hacken zu wollen. Nee, sie ignoriert mich und rennt an mir vorbei. Aber sie hätte jetzt theoretisch auch hier rangehen können. Achso, jetzt hat sie eine Spitzhacke in der Hand. Sie hätte auch hier rangehen können und hätte jetzt den Baum mit mir zusammen fällen können. Und dann hätten wir beide genau den gleichen Loot erhalten. Also die Bäume verhalten sich genauso wie die Mineralien. Die Seerosen sind wieder einfache Rosen oder auch Pflanzen, je nachdem, was jeder pflückt. Die kann, wie gesagt, jeder haben. Was uns aufgefallen ist, wenn ihr beispielsweise an solchen Angelstellen seid. Ihr könnt zusammen angeln, wobei ihr natürlich unterschiedlichen Loot erhalten könnt, wenn ihr nebeneinander steht. Es gibt aber auch so weiße Ringe hier im Wasser. Wenn ihr da genau mittig angelt, dann könnt ihr einen besonderen Fisch davon kriegen. Allerdings geht das nur für eine Person. Also wir haben festgestellt, dass man zusammen drin angeln kann und trotzdem nur einer diesen Fisch bekommt. Aber wenn man nicht zusammen angelt, ich weiß nicht, ob das aktuell ein Bug ist oder ob der auch schon wieder weg ist, weil wir haben das vor ein paar Tagen festgestellt. Wenn ihr nacheinander diese Stelle angelt, dann könntet ihr beide einen besseren Fisch erhalten. Das heißt, die Stelle bleibt dann noch da und der andere kann dann auch von ihr angeln. Allerdings ist es mit diesen Stellen genauso wie mit beispielsweise so Pflanzen und so weiter. Die können despawnen. Das heißt, die können plötzlich wieder weg sein. Das ist zum Beispiel so eine Stelle, da haben wir gerade Glück. Wenn ich jetzt hier angeln würde und ich würde jetzt den Fisch rausholen, könnte trotzdem noch jemand anderes rangehen und den angeln. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so gewollt ist oder ob es ein Bug ist, weil anfangs hat das nicht funktioniert. Müssten wir mal beobachten. Wenn ihr angeln wollt, müsst ihr einmal die Route auswählen, die linke Maustaste gedrückt halten bis zu dem Ort, wo ihr hin wollt. In dem Fall muss ich noch ein bisschen nach vorne gehen. Die Maustaste loslassen und dann einen Augenblick warten, bis der Fisch angebissen hat. Das merkt ihr dann daran, dass das Ganze unter Wasser geht. Da müsst ihr dann schnell die Maustaste gedrückt halten. Und ihr seht, diese grünen Halbmonde, die müssen immer relativ mittig um den Fisch herum sein. Und einfach immer die linke Maustaste weiter gedrückt halten, um das Ganze einzuziehen. Und damit solltet ihr eigentlich jeden Fisch relativ mühelos angeln können. Ein kleiner Tipp von mir, weil ich über 20 Folgen gebraucht habe, um es herauszufinden. Wenn ihr etwas in der Hand habt, hier aus dem Rädchen, also aus euren Werkzeugen, dann könnt ihr einfach X drücken und schon ist das Ganze weg. Das heißt, ihr lauft wieder komplett ohne das Werkzeug in der Hand rum. Ja, gerade wenn es darum geht, dass ihr gerade angefangen habt oder auch für alle, die schon was länger dabei sind, sollte die oberste Devise heißen, sammelt alles, was ihr könnt. Und dann kriegt ihr mit der Zeit so ein bisschen ein Auge dafür, welche Sachen ihr wirklich braucht und welche ihr nicht braucht. Die, die ihr braucht, die behaltet ihr dann einfach und alles andere könnt ihr dann verkaufen. Gerade am Anfang ist das wirklich sehr, sehr wichtig, weil ihr braucht Unmengen an Geld, um eure Werkzeuge zu verbessern. Ihr braucht Unmengen an Geld, um euer Inventar zu vergrößern oder ähnliches. Deswegen immer mit offenen Augen in der Gegend rumlaufen. Diesen Platz würde ich grundsätzlich ignorieren, weil da bin ich öfter mal bei gestorben, als ich versucht habe, die Blumen aus dem Wasser zu holen. Aber ansonsten
Wenn ihr Stein braucht, dann nehmt euch Stein mit. Ich brauche zum Beispiel aktuell sehr viel Kupfer, um meine Werkzeuge zu reparieren, weil ich das Problem habe, dass ich einfach nicht genug Eisen finde. Und genau deswegen kann ich mein Werkzeug nicht verbessern, weil ich habe nur ein bisschen Eisen da und egal was ich mache, ich finde einfach nicht mehr. Und das ist nicht sehr positiv. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt Tiere einfangen, wobei ich euch da dann empfehlen würde, wenn ihr die jetzt nicht gerade für eure Kollektion braucht, dass ihr dann eher nach denen Ausschau haltet, die so ein bisschen glitzern. Die sind mit Vorliebe in der Nacht immer zu finden. Sind leider nicht ganz so einfach zu fangen, aber sie bringen dann schon etwas mehr als die normalen Tiere. Auf der Insel gibt es zwei verschiedene Arten von Drachenstatuen. Einmal ist das so eine kleine Drachenstatue wie hier im Hintergrund. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil ich diese hier schon angeklickt habe. Ihr müsst euch einfach nur davor stellen, E drücken und dann steht da irgendwas mit You Feel Calm. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr euch danach besser fühlt, aber wir haben ja noch eine andere Statue. Die werde ich euch auch direkt mal zeigen. Ganz am Anfang, wenn ihr neu in dieses Spiel reinkommt, dann seid ihr in so einer Art Höhle, sag ich mal. Und zwar ist das hier in der Nähe Phoenix Falls. Wenn ihr hier diese Brücke seht, dann steht ihr genau hier, wo ich jetzt gerade drauf stehe. Und wenn ihr nun hier reinlauft, euch dann so ein bisschen nach links begebt und hier immer weiter geradeaus lauft und dann nach rechts, dann seht ihr jetzt schon im Hintergrund eine Statue. Und zwar ist das die Phönix-Statue. Da könnt ihr jetzt hinlaufen. Und wenn ihr hier vorsteht, könnt ihr dann auf Kommunizieren drücken. Ich habe jetzt leider zu wenig Bekanntheit aktuell, weil ich habe mir noch die Erweiterung fürs Haus geholt. Aber da könntet ihr jetzt beispielsweise draufdrücken. Dann müsstet ihr immer entsprechend den Preis dazu bezahlen. Das sind, soweit ich weiß, jedes Mal 100, die ihr ausgeben müsst. Und wenn ihr dann da drauf klickt und das Ganze freischaltet bzw. euer Level erhöht, da zeige ich euch nochmal eben die Fokusleiste zu. Wir haben ja eine Fokusleistung von 250. Die 250 hier hinten erhöhen sich dann nicht damit, aber die Höhe des Fokus-Erzeugungsbonus erhöht sich um 5%. Wenn man es zum ersten Mal freischaltet, erhält man dann also einen Bonus von 25%. Beim nächsten Mal erhält man dann 30%, dann 35% und so weiter. Das ist aber wie gesagt nicht dieser Balken, der sich erhöht, sondern im Endeffekt die XP, wenn man so möchte, die man erhält. Wenn man hier jetzt zum Beispiel was zu essen drin hat, diesen rosanen Balken aufgefüllt hat und dann irgendeiner Arbeit nachgeht. Wenn ihr nun aus dieser Höhle wieder rauslauft und euch erstmal die ganze Zeit nach links haltet, da müsst ihr dann so ein bisschen drauf achten. Da kommt gleich ein Eingang. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen abkürzen, aber ich laufe jetzt extra mal diesen Weg hier mit euch, damit ihr euch besser orientieren könnt. Also es geht hier unter diesem U erstmal weiter. Dann ist hier links ein Weg hoch, da ist dann nochmal, dieser halbrunde Bogen, sage ich mal. Wenn ihr jetzt da reingehen würdet, würdet ihr wieder in euer Haus gehen. Das macht ihr aber nicht. Ihr lauft jetzt hier noch ein bisschen runter. An diesem Baum vorbei. Und dann seht ihr hier links, ja, wie so eine kleine Brücke, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Da seht ihr diesen Drachenkopf. Und da könnt ihr dann reinlaufen. Orientieren könnt ihr euch dann hier an diesem Opfer, was ist das, so ein eine Gedenkstätte oder wie auch immer die sich nennt. Und hier gibt es dann einen Drachenschrein.
Da könnt ihr dann hier vorne zu diesen Opferschalen laufen. Da könnt ihr ebenfalls wieder mit kommunizieren. Kostet ebenfalls wieder 100 von diesen Ansehen. Und ich gehe mal ein bisschen weiter, damit man mich trotz Wasserfall noch verstehen kann. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass wenn ihr das macht und wenn ihr 100 jeweils ausgibt, dass ihr dann damit hier euren Maximalwert erhöhen könnt. Das heißt, wenn ihr das hier, das Ansehen hier ausgibt und an dem Drachenschrein betet, dann erhöhen sich diese bei mir jetzt 250 Punkte und ihr könnt mehr Nahrung zu euch nehmen. Wie jetzt beispielsweise am Anfang hatte ich ja gesagt, ich habe hier irgendwo einen in der Bank liegen sozusagen mit 350 Punkten. Das könnte ich dann so weit erhöhen, dass ich diesen auch nehmen könnte und dass dann die Punkte nicht zu viel wären und flöten gehen. Es gibt gewisse Obergrenzen, wo wir gerade schon beim Thema sind. Und zwar liegt die Obergrenze für diesen Bekanntheitsgrad bei 1000. Das heißt, mehr als 1000 könnt ihr nicht aufnehmen. Deswegen solltet ihr regelmäßig mal hier einen von diesen Schreinen besuchen oder eben Erweiterungen kaufen für euer Haus, weil der braucht ihr auch das Ansehen für, um die Erweiterungen zu kaufen, wo ihr genau bauen könnt. Und die Obergrenze von Gold liegt insgesamt bei 300.000. Ich weiß nicht, ob jemals irgendeiner so viel erreicht hat, aber solltet ihr an die Grenze herankommen, dann ja, könnt ihr euch ja irgendwas kaufen, was ihr gerade braucht oder sonst irgendwie Geld ausgeben. Von mir noch ein kleiner Tipp zum Thema ja, Inventar, Schrägstrich Lager und so weiter. Und zwar, wenn ihr jetzt einen größeren Haufen, sage ich mal, habt, hier sind es zum Beispiel 86 Kupfererz, dann braucht ihr die natürlich nicht alle einzeln irgendwo hin zu verschieben, zum Beispiel in euer Lager. Ihr könnt das Ganze nehmen und ins Lager reinziehen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Dann habt ihr den ganzen Stapel drin. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das Lager geöffnet habt, das kann ich euch jetzt im Moment nicht von hier aus zeigen, die linke Maustaste drücken. Dann könnt ihr diese Materialien einzeln ins Lager einfügen. Oder ihr drückt die rechte Maustaste, dann könnt ihr den gesamten Stapel, in diesem Fall jetzt 86 Stück, könnt ihr dann mit einem Klick ins Lager einfügen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Kiste, eure Verkaufskiste. Da könnt ihr dann auch einmal Rechtsklick und der ganze Stapel wäre dann hier links in der Verkaufskiste drin. Die Zeit in Palia ist so eine Sache für sich, aber als kleinen Tipp kann ich euch nur geben, damit ihr ungefähr wisst, wann ihr wieder weitermachen könnt oder wie viel Zeit ihr für irgendwas habt. Eine Stunde in Palia entsprechen 2,5 Minuten in Real. Das heißt umgerechnet, dass quasi alle 7 Stunden eine, also in der realen Welt, eine komplette Woche in Palia vergeht. Und ihr wisst ja, dass ihr in Palia Geschenke verteilen könnt. Die halten allerdings nur für eine Woche an. Wenn eine neue Woche beginnt, dann wollen die Leute auch wieder neue Geschenke haben. Deswegen könnt ihr euch da so ein bisschen dran orientieren. Also nach insgesamt 7 Stunden in der realen Welt ist dann diese eine Woche rum und ihr müsstet dann theoretisch, wenn ihr es vorher nicht geschafft habt, die Geschenke zu verteilen, dann müsstet ihr wieder ja, nochmal neu anfragen, was sie denn für Geschenke haben möchten und nochmal mit dem Ganzen neu starten. Ein kleiner Tipp fürs Klettern. Ihr habt gesehen, wie schnell ich jetzt gerade hier hochgekommen bin. Ich habe es längere Zeit nicht gewusst. Wenn ihr jetzt so einen Abhang zum Beispiel habt, nicht einfach nur die Taste nach vorne drücken, also sprich in dem Fall W, und mühsam hier hochklettern, weil das dauert unheimlich lange. Ihr könnt einfach einmal dran springen, nochmal springen, nochmal springen und ihr seid schon den Berg hochgeklettert.
Eine schöne Sache in Palia ist es, einfach von einem Berg zu springen, den Weg ein wenig abzukürzen und mit einem Gleiter seinen Weg fortzuführen. Dazu gibt es entsprechend eine Quest. Und zwar müsst ihr dann auf eure Karte gehen und da müsst ihr hier rechts nach Bahari Bay gehen. Oder derjenige ist hier in dem Gebiet, da könnt ihr ihn natürlich auch finden. Wenn ihr ihn allerdings hier nicht finden solltet, dann müsst ihr hier nach Bahari Bay gehen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ihr nicht einfach so mit Najuma reden könnt, sondern das Ganze beginnt im Endeffekt durch die Hauptstory. Das heißt, ihr müsst erst mit der Hauptstory ein bisschen weitermachen, also mit der Person, die ihr als erstes trifft. Und dann müsst ihr hier mit Najuma sprechen. Die erzählt euch dann, was sie für Teile braucht. Die müsst ihr dann erstmal zusammensammeln und der Najuma bringen. Und im Endeffekt daraus macht sie dann diesen Gleiter. Und den habt ihr dann dauerhaft bei euch zum Benutzen. Wenn ihr dann auf euer Inventar geht, dann seht ihr hier rechts den Gleiter drin. Der ist automatisch dann ausgerüstet worden. Und immer wenn ihr irgendwo auf eine Erhöhung klettert, könnt ihr einmal springen, nochmal die Sprungtaste drücken und dann gleitet ihr sicher zu Boden. Wobei ich dazu sagen muss, dass es grundsätzlich keinen Fallschaden gibt. Wenn ihr Tiere jagen möchtet, solltet ihr sehr viel Geduld haben. Am besten ihr fangt immer mit diesen kleinen Viechern an. Diese Chapas heißen die, glaube ich. Das könnt ihr noch mit den normalen Fallen machen. Ansonsten rüstet euren Bogen aus. Macht dann, wenn ihr hier so steht, einen Rechtsklick und wählt, wenn ihr den schon freigeschaltet habt, den gewöhnlichen Pfeil aus. Ja, leider habt ihr immer mal wieder Mitspieler, die dann eure Beute wegjagen. Deswegen kann ich es euch jetzt nicht an dem ausgewählten Ziel zeigen. Ich suche mir nochmal eben ein neues Ziel, dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze am besten machen solltet. Wir sind jetzt hier auf der zweiten Karte. Da ist es etwas schwieriger. Wenn ihr den zweiten Pfeil eingelegt habt, dann solltet ihr immer auf die Höhe des Kopfes ungefähr zielen. Und immer am Hals, also wirklich ja wie einen Kopfschuss versuchen. Dann schafft ihr es auch, wenn ihr recht gut trefft, so einen Senuk mit einem Schlag wegzukriegen. Es gibt allerdings auch Gegenbeispiele, muss ich dazu sagen. Es gibt hier im Wald Senuks, die so bläulich schimmern. Ich glaube, die kommen mit Vorliebe nachts raus. Die könnt ihr damit nicht jagen, also zumindest nicht mit einem Treffer. Ich glaube auch generell nicht. Dafür bräuchtet ihr so eine Art Entschleunigungspfeil. Ich glaube, das war der Bannpfeil, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist auf jeden Fall ein Spezialpfeil, wo ihr dann noch drüber aufgeklärt werdet von unserem Kollegen hier in Palia, wie man den ganzen einsetzt, beziehungsweise für welche Tiere ihr den eigentlich verwenden solltet. Normalerweise ist es ja so, dass ihr Splintholz bekommt, egal welche Bäume ihr kaputt macht. Aber wenn ihr nun ins zweite Gebiet geht, nach Bahara Bay heißt es, glaube ich, da findet ihr immer wieder diese Tannenbäume hier. Und wenn ihr euch einen in eurer Größe aussucht und mal so einen Tannenbaum kaputt macht, also fällt, dann seht ihr unten rechts, erhaltet ihr Kernholz. Also wenn ihr gesucht habt, wo ihr denn Kernholz herbekommt, das bekommt ihr nur von den Tannenbäumen. Übrigens ist die Chance, dass ihr hier mal eine Eichel bekommt, um andere Bäume wachsen zu lassen, ist hier bei den Tannenbäumen etwas höher. Ich habe insgesamt nur ein oder zwei Sachen bekommen, um überhaupt einen Baum pflanzen zu können. Und die habe ich nur bei mir auf dem Grundstück erhalten. Leider, wie man oben rechts sieht, gibt es den Bug, dass es wohl nach einer gewissen Zeit wieder zurückgesetzt wird, wenn keine weiteren Bäume gepflanzt werden. Den gleichen Bug hat der Epi beispielsweise auch gehabt.
und hat dann auch wieder bei Null beginnen müssen. Deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr 5 Bäume pflanzen müsst, wartet so lange, bis ihr 5 von diesen Eicheln, waren es glaube ich, zusammen habt. Und wenn ihr tatsächlich diese 5 zusammen habt, dann pflanzt die Bäume und dann sollte es auch keine Probleme mit der Quest geben. Wenn ihr Gold farmen wollt, kenne ich keine bessere Methode, als am besten nachts oder spätabends hier hinzugehen. Und zwar könnt ihr das an 2 Stellen insgesamt machen. Einmal, von hier aus kommt ihr ja, einmal hier am Beach Comba Cove. Das geht dann hier oben zum Lighthouse Lagoon weiter. Da müsstet ihr dann entweder hier oder ungefähr hier war es, glaube ich, so eine kleine Wasserstelle nehmen, um auf die andere Seite zu kommen. Und dann solltet ihr hier oben den kompletten Bereich auch nochmal ablaufen, weil da könnt ihr die folgenden Sachen erhalten. Und zwar laufe ich jetzt mit euch mal ein wenig hier durch. Hier ist schon das erste, was blinkt. Und zwar ist das eine geschlossene Auster. Das heißt, ihr könnt immer mal schauen, ob hier irgendwo so ein kleiner Lichtschimmer ist. Manchmal sind es nur vereinzelt welche. Wir sind jetzt auch recht früh noch da. Da habe ich dann eher weniger gefunden. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es auf der einen Seite mal mehr und auf der anderen Seite mal weniger ist. Hier unter Umständen der ganze Bereich am Strand, was mich auch sehr gewundert hat, könnte voll sein. Also da haben wir auch schon oft sehr viel gefunden. Ihr seht natürlich auch noch viele Tiere unterwegs, die ihr dann theoretisch auch einfangen könntet. Heute haben wir ein bisschen weniger Glück. Ich denke mal, dass es an der Uhrzeit liegt. Aber ihr könnt auch einmal, wenn ihr zu früh da seid, so wie ich beispielsweise, könnt ihr auch einmal die Runde laufen und dann nochmal die gleiche Runde zurücklaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier etwas despawned ist oder nicht. Ihr seht das ja an der Uhrzeit, dass wir jetzt einen riesen Schwung gemacht haben. Aber so vom Prinzip her habt ihr das ja verstanden, denke ich mal. Ihr müsst überall im Endeffekt im Wasser nachschauen. Es gibt manchmal so Stellen, leider habe ich heute jetzt nicht so viel Glück. Vielleicht auch wegen dem kleinen Cut, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wo ihr dann abwechselnd Muscheln holen könnt, Austern holen könnt oder eben diese rosafarbenen Korallen holen könnt. Und ja, wenn es halt wirklich mies läuft, also so wie es jetzt heute den Anschein macht, dann solltet ihr aber schon für mindestens 500 ungefähr was verkaufen können. Wenn es richtig, richtig gut läuft und ihr wirklich von beiden Seiten dann auch noch gut was mitnehmen könnt, also von unten von der Bucht und von dem oberen Teil hier von der Bucht, dann könnt ihr so, ja, ich sag mal etwas über 1000 Gold könnt ihr dann quasi in einer Palia-Nacht schon reinholen. Es gibt Leute, die behaupten, dass man mit dem Jagen viel Geld machen kann. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Es ist aber heutzutage nicht mehr so. Also ich habe mir sagen lassen, dass das wohl früher besser, also was heißt früher, am Anfang wohl besser gewesen ist, dass man da wohl mehr Geld mit verdienen konnte. Heute ist es aber leider so, dass einem auch diese Möglichkeit genommen worden ist. Und das ist ja eigentlich eine recht einfache Möglichkeit. Ich denke aber mal, dass sie das vielleicht gemacht haben, weil man eben beim Jagen natürlich die Tiere von dem anderen wegnehmen kann und derjenige dann das Tier nicht bekommt und entsprechend natürlich dann auch kein Fell erhält, um es zu verkaufen. Und hier diese Muscheln und Austern und so, die kann man den anderen eben nicht wegnehmen. Das heißt, die kann man ja schön mehr oder weniger gemütlich hier farmen und dann entsprechend verkaufen. Was allerdings noch sehr, sehr wichtig ist bei dem, was ich jetzt hier gemacht habe. Die geschlossenen Austern. Ich habe jetzt 13 Stück gefunden, 12 von den Muscheln. Ihr seht das ja in Klammern, 144 Euro, also Gold bekomme ich für die Muscheln. 78 würde ich jetzt für die geschlossenen Austern erhalten. Und ich habe noch diese pinken Korallen hier. Die würde ich dann nochmal für 168 Gold verkaufen können. Ganz wichtig ist, dass ihr die geschlossenen Austern nimmt, einen Rechtsklick macht und auf Öffnen klickt.
Weil, wenn ihr das mal vergleicht, die geschlossenen Austern haben einen Wert von 6 Gold, was ihr dann erhaltet. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir haben jetzt gerade ein Sternchenprodukt bekommen. Da bekommt man immer ein bisschen mehr Geld. In diesem Fall haben wir jetzt 13 Gold, was wir davon bekommen. Hier haben wir normales, das gibt 9 Gold. Aber wenn man mal überlegt, ob man 6 Gold nimmt oder die Hälfte davon nochmal draufkommt, also insgesamt dann 9 Gold, dann öffne ich natürlich lieber alle Austern. Ich habe jetzt leider den Betrag vergessen, um den mal zu vergleichen. Und das hat zwei Vorteile. Einmal natürlich, dass man anstatt 6 Gold 9 Gold pro Stück erhält. Also wir haben jetzt 10 Stück, wo wir jetzt 9 Gold bekommen. Und wir haben sogar 3 rausbekommen mit Sternchen, wo wir insgesamt 13 Gold draus erhalten. Aber es gibt noch Zusätze. Und zwar in diesem Fall haben wir noch eine Perle drin gehabt. Die gibt uns nochmal zusätzlich 70 Gold. Die können wir auch mit ruhigem Gewissen verkaufen. Gut, Muscheln und auch Perlen werden schon mal angefragt von den Bewohnern als Geschenk. Müsst ihr aber nicht unbedingt geben, weil, ja, wer kennt es nicht? Wir brauchen ja das Geld gerade am Anfang, um uns die ganzen Sachen leisten zu können. Es gibt aber auch noch grüne Perlen. Andersfarbige habe ich bisher noch nicht gefunden. Wenn ihr das Glück habt, so eine grüne Perle zu bekommen, dann erhaltet ihr, lasst mich nicht lügen, ich glaube, es waren 140 Gold für eine Perle. Ich meine, es ist das Doppelte gewesen, wenn es eine grüne Perle gewesen ist. Das heißt, wir haben jetzt mit einmal durchlaufen die 70 durch die Perle gemacht, die 90 durch das Austernfleisch, 39 durch das Austernfleisch mit Sternchen, 168 mit den Korallen und 144 mit den Muscheln. Und wir haben schon einen schlechten Lauf gehabt. Das heißt, das finde ich persönlich immer noch eine von den zwei besten Sachen, die man machen kann, um bei Palia Geld zu machen. Ja, und manchmal ist es dann auch so, wie ich das jetzt hier gerade habe. Man hat gerade ein Video gemacht und etwas erklärt und geht aus dem Menü raus und erwischt dann nochmal einen kompletten Stapel, den man sich dann nochmal zu Gemüte führen kann. Das könnt ihr natürlich auch haben. Ihr müsst ja auch mal ein bisschen Glück haben, damit ihr ein bisschen mehr habt. Dann dementsprechend erhaltet ihr natürlich auch unterm Strich mehr Geld. Wichtig ist halt nur, immer die geschlossenen Austern zu öffnen und dann die Perlen und das Fleisch zu verkaufen. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, Geld zu verdienen, und zwar durch das Anglerbräu. Das könnt ihr, wie ihr hier seht, für 1000 Gold kaufen. Ihr geht einfach zu Einor, das ist dieser Roboterangler, der relativ weit im Süden von der Karte steht. Und da holt ihr euch, sobald ihr genug gelevelt habt im Fischen, also sprich im Angeln, holt ihr euch einfach das Rezept. Mit dem Rezept im Gepäck geht ihr dann zu einem Lagerfeuer hin, was ihr aufgebaut habt. Und dann könnt ihr mit den entsprechenden Zutaten dieses Anglerbräu herstellen. Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht und das Ergebnis sah dann so aus. Nämlich hatte ich jetzt in meinem Fall 1, 2, 3 Mal 30 hergestellt, einmal noch 5 hergestellt und 10 Mal hatte ich das Gebräu mit Sternchen hergestellt. Ich habe dann alles mal eben in meine Versandkiste reingeworfen, gut, plus die 2 Blumen, die noch 20 Gold kosteten und das Ergebnis war dann doch ziemlich erstaunlich für mich. Und zwar hatte ich dann 2100 knapp, was ich an Gold bekommen würde. Das variiert natürlich ein bisschen, wie viel ihr herstellen könnt. Aber das sind einfache Zutaten, die ihr überall am Wasser finden könnt. Mal mehr, mal weniger. Es kommt ein bisschen auf den Tag an. Und auch wenn ihr das jetzt so als Zusatzeinnahme ansieht, könnt ihr damit doch noch eine Menge Geld verdienen. Ja, und damit ist mein Tipps und Tricks Video auch schon zu Ende.
Es ist leider wesentlich länger geworden, als ich eigentlich erwartet hatte. Das tut mir auch leid. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich lieber alles, was ich so mitbekommen habe und gelernt habe, mit reinpacken wollte und es natürlich genauso für Anfänger wie auch Fortgeschrittene gleichermaßen verständlich rüberbringen wollte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ihr könnt meinen Kanal auch gerne abonnieren, sofern ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.